Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei The Division. Yeah! Und mit dabei ist wieder Onkel, Kreiser, der Renter. Yeah. Und der Crazy. Frick. Ist auch hier, ja, hier. Guck mal. Hallöchen. Wir sind hier gerade in der Mission, das Feldlazarett, und wir haben natürlich die Mission auch schwer, weil wir wollen einfach die bessere Belohnung abstauben. Das wird wahrscheinlich der einzige Grund sein, warum wir uns die Mühe machen. Nein, weil wir einfach geil sind. Weil also, drauf ja, haben. Natürlich. Und das ist auch geil. Ja, ja. Und okay, recht, dann wollen wir weiter. Okay. Freue mich. Das heißt, schauen wir mal. Den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen. Die redet, glaube ich. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Oh. Neue Handschuhe hier in der Kiste hier hinten. Kriegst du neues Loot? Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Das Maske. Dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die oh, ich habe auch eine Maske, ja. Holen Sie sie raus. Aber schlechter. Ja doch, die bringt mir mehr Lebenspunkte, also. Ich möchte gerne eine Runde Tischtennis spielen. Stufe 8. Kackenarsch. Onkel, lass uns eine Runde Tischtennis spielen. Bitte geh auf deine Seite. Jetzt hast du den Schläger kaputt gemacht. Jetzt ist dein Loch drin. Kann der Ball einmal durch. Du nimmst den kaputten Schläger und der Onkel macht einfach die Fahrstuhltür zu. Der Geier, ey. Können wir schmeißen ihn das raus. Das ist wie wenn du mit einem Freund oder so an einer Konsole spielst, ja, der Warum Freund muss den schlechten Controller nehmen. Warum habe ich jetzt Black Screen? Was soll denn die Scheiße jetzt? Weil, ja, Onkel, war noch immer weg da. Der hat uns eine Grube gegräbt und hat uns direkt was verstört. Jetzt hat er uns echt hier stehen lassen vom Aufzug. Ich glaub, das jetzt nicht, Alter. So, Rivano, kommst du rein? Das hat aber Rivano schon im Dienst. Ja, darf ich? Oh. Ja, darfst. Was wollte ich sagen? Ja, das ist doch so. Und dann sagst du, dann sagt er noch so kacken 30, ich hab auf den Knopf gedrückt, bitte die Tür öffnen. Und drückt dabei oberste Etage. Oder? So, ausgelöscht, die zwei Idioten. Das meine ich hier, in den Raum kommt man leider jetzt noch nicht rein. Noch nicht rein. Wo ist denn der Raum? Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche. Ja. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Da kommst du noch nicht rein. Also passen Sie auf. Ja, du kommst rein, aber du kannst doch nicht durchlaufen, ohne zu sterben. Jo. Ja, wir werden ja... Ja, nee, da steht Filter 2 und wir haben Filter 0,2. 0,1. Ja, aber mir wird's neblig. Mir wird's neblig. Könnte passieren. Ja, ja doch, wenn du da reingehst, wird die Sicht ganz neblig. Und dann irgendwann... Ich denke, dass wir da wahrscheinlich besseren Loot finden werden. Bei solchen Kisten. Aber die Tür ist schon mal offen. Also haben wir uns schon mal... jetzt blauen Loot. Blauer Loot dürfte da drin sein. Können wir da auch nicht durchsprinten, den holen und wieder raus? Geht's nicht? Ey, du musst da einmal durch, das ist Na, extra so gewollt, ne? Das geht, ich glaube bis hier hinten hin oder so musst du da latschen. Okay, wie schaut's aus bei euch? Ich bin ready to kill. Hat der Onkel schon da hinten kommen. Hä? Achso, hier müssen wir lang. Der Crazy ist ja noch 10 Kilometer zurück. Was machen wir? Bing durch. Sind wir hier beim Restaurant? Ah. Okay, warte, ich gebe euch mal eine bessere Deckung, oder? Für uns. Hier an der Wand. Wird alles verstärkt. Bam. Okay, hey, bin soweit. Das war sogar perfekt. Ja. Seid ihr ready? Ja, ja, ja. Und Granate anvisiert, Feuer. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Granate. Ist schon weg. Zweites weg. Der andere springt förmlich in meine Granate. Der eine tanzt da auf dem Tisch rum und macht Table Dance. Ah, das sind hier diese komischen Gasbuddeln da. Die kann man in die Luft jagen. Bitte nicht auf das Bier schießen, ja? Wir brauchen noch was zu trinken. Auf die Gasbuddel, meine Freunde. Boah. Gasbuddel? Gasbuddel? Die hängen da, die liegen vor denen, siehst du? Oh, Alter. Drück mal 4, Grivano. Bist du schon wieder K.O.? Kein Problem, ich heil dich. Danke. Ich hab noch den Wiederbelebungspaket Ausbildung abgeschlossen vorher, bevor ich hier mich gemeldet habe. Sanitäterkurs. Granate? Wie kommst du noch so vor? Guck mal, da ist richtig dicker. Oh, ein Döner? Ein Dicker. Ach, ein Dicker.
Nicht ein Döner. Also wenn jetzt hier Döner als Gegner kommt, dann mache ich mir Gedanken. Aber ich hätte schon wieder gerade voll Bock drauf. Einen richtig fertigen, knackigen Döner. Also ich habe jetzt noch mit einem YouTube-Kollegen gequatscht, der auch The Division zockt. Mhm. Und der ist derselben Meinung, ich weiß nicht, ob ihr dieselbe Meinung hattet, aber hier würde auch voll das Zombie-Szenario reinpassen bei The Division. Naja, ist ja nicht viel anders, außer dass es jetzt diesmal keine Zombies sind, sondern Infizierte und Verbrecher. Naja, wenn jetzt noch ja, die Infizierten, die sterben ja sofort. Die sind ja... Mhm. Ja, man könnte, oh, ja. Man könnte ja so ein, weißt du nicht, so ein Lied reinbringen. Zombie-Mode. Gehst, dass du dann so ein Zombie-Dings drin hast. Würde hier sogar richtig gut reinpassen. So ein Stadtteil. Glaube ich auch. Aber es sollte nicht komplett verkommen zu dem Zombie-Modus. Also ich muss sagen, Zombie-Spiele geil und immer wieder gern, aber das Spiel macht eben das richtig in dem Sinne. Ohne Zombies. Oh, die weint. Ey, du musst die ein bisschen trösten, die Alte. Oh, die weint, die Alte. Guck mal, die ist voll fit, jetzt geht die gleich wieder kochen. Ich brauch die Muni. So, ich hab mal hier. Ich brauchte Muni, ich hab nichts mehr. Vielleicht sollten wir einfach wieder auf die andere Seite zurückgehen, sagt ihr. Erstmal heile ich mich. Die Deckung verstärkt. Ja, genau vor der Deckung falle ich oben. Also. Das ist doch wieder so ein Phänomen. Leute, ich will nichts sagen, aber die haben Knüppel, Bruder. Ja, wir wissen was. Oh, die Frau rennt weg. Der Knüppel rennt mir hinterher und der hat mich geknüppelt. Ah, danke, Onkel, kommt schon. Danke, Onkel. Einmal vier. Einer ist weg. Danke. Geknüppelt, nicht gerührt. Was? Man dreckt. Noch einer ist weg. In welchem Arsch? Ich schieß von hinten. Ich hab ein Problem. Boah. Düsenantrieb. Onkel, ich hab für dich einen Luftballon dahin gehangen. Richtig Happy Birthday drauf. Hingehongt. Hingehongt. Achtung, Knüppelmann, warum sagst du nichts? Ja, hab ich. Nee, hast du nicht? Ja, wollte ich, jetzt bin ich tot. Ich bin unten bei den Zuschauern. Seid ihr alle tot oder was? Ich bin unten. Boah. Immer crazy, bei der Deckung. Du musst überleben. Du musst überleben, Onkel. Nee, ich bin tot. Alle? Ja. Wollten die noch 20 Sekunden oder so? Wir wollen die Knüppel. Ja, hab ich gleich aufgegeben. Weil du sagst, da hat er keinen Arsch. Ja, so sieht's aus. Die ersten 7 Minuten waren schon mal völlig von Arsch. Ja, relativ. War ja ein Checkpoint. Wo sind die Gegner alle? Checkpoint, ja, die kommen jetzt erst, wenn du die Frauen gesprochen hast, dass die so hübsch sind. Dann kommen die. Komm, wir gehen wieder auf die andere Seite, Leute, kommt. Das ist besser. Wollt mir nur den Loot klauen. Onkel hat das schon richtig gemacht. Deckung ist gegeben. Wie hast du denn die Deckung? Ja, deine, da wo du bist. Da, wo wir eben auch waren. Da hast du nichts verschärft. Doch, hab ich. Nein, ich bin Video. Nicht. Wenn du das guckst in mein Video, dann siehst du das. Direkt vor deiner Nase habe ich das noch gemacht. Das, wo du da hockst, oh, da habe ich drauf gedrückt. Du, ihr Säcke. Prost, du Sack. Haben wir noch irgendwelche Gasbuddel, die wir in der Luft putzen können? Das muss auch unendlich beschissener Tod sein. So dieses erst geblendet, nee, erst verbrannt, dann geblendet und dann vollen Heady. Da kannst du echt froh sein, wenn du gar nichts mehr merkst. Nach dem Handy merkst du nicht mehr. Das glaube ich. Ist sicher? Hast du schon mal einen Headshot gekriegt? Jeder würde schon nichts mehr merken. Ich wollte gerade sagen, hat der Quest schon mal ausprobiert? sprichst du gerade aus Erfahrung, oder was? Wie fühlt sich das an? So wie 50 Cent, 30.000 Kugeln abbekommen. Crazy, verstehe ich nicht. Das hab ich doch gesagt. Nein, ja, manchmal verwechselt man die Stimmen. Bei Revano passiert das mal öfters. Na Quatsch. Aber du wirfst die Granaten daneben. Ich hab gerade Granate voll daneben geworfen. Das ist blöd mit dem Zielen hier. Achso. Na dann. Aus dieser blöden... Mein Gott. Ja, der Knüppelbruder, der rennt die ganze Zeit. Der ist weg. Nur noch einer da. Der eine Vogel da. Und dann kommen gleich die Gelben wieder. Granate. Ich glaube, dass der einfach Schiss hat. Komm her, Knüppel, Bruder. Das ist aber oft so bei denen.
Och, wisst ihr was, Alter, jetzt reicht's. Geh mal hin, geh jetzt da hin, Alter. Ja, keine, ich hab keine Munition mehr. Was will der denn? Schießen kann der sowieso nicht. Will der nicht verarzten oder was? Keine Munition mehr. Na, du Vogel, Alter. Ach, Onkel hat schon mitgedacht. Onkel ist schon vorher hingerannt. Ja, ja. Oh, da kommt noch mehr. Oh, da kommt noch mehr. Oh, zu viele große Fresse wieder gehabt. Gibbel mir, ne? Ja. Ganz viele? Aua. Ich hab aufs Maul gekriegt. Ja, Hilfe. Immer draufhauen. Gibbelmann auf den Tisch. Muss nachladen. Ja, einen hab ich erkillt, einen hab ich gekillt. Aua, der hat mich gehauen. Wo seid ihr? Boah, Hilfe. Boah. Hallo? Boah, die sind aber schon ziemlich weit gelatscht. Aua! Revano, würdest du mir mal helfen? Ja, ja, ich weiß, ich bin tot. Wo bist du? Wo bist du? Ja, hier, ich komm zu dir, Crazy. Drück Vierk. Und Onkel auch. Ich hab den Crazy gerettet, okay. Und dann bin ich gestorben. Einmal Vierk, danke. Oh. Passt, ich mach Deckung. Ja, das ist es. Hinter dem Tisch aber. Das ist aber ganz schlecht. Oh. Nö, nee, das ist ganz gut. Oh, die Waffe ist auch nicht schlecht. Ja, genau. Die hat ein bisschen so erschossen. Unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Doch, alles voll hier. Wir setzen frei. Ja, also Munition. Irgendeine Classic, irgendeine Waffe habe ich jetzt bekommen. Ihr Zug, Agent. Irgendeine. Oh, eine M1A Classic. Mhm. Oh, der Schaden ist erbärmlich. Ne, ja, eine M1A ist. Ein Sniper ist das. Okay. Das ist aber eine gute Sniper, die M1A, die ist eigentlich ziemlich gut. Was macht ihr Hübschen? Ah, da hinten sind wir. Genau, ja. Wir gehen weiter. Okay, habt ihr noch irgendwas gefunden? Ja, eine Leiter. Ja, die Leiter. Hinten beim Nikolaus ist nichts. Da haben wir jetzt beide den gleichen doofen Gedanke. Okay, und rechts und links ist hier Loot, ne? Und links ist auch noch Loot, also praktisch genau gegenüber. Rechts und links. Also rechts und links oder nur links und rechts? Beides. Okay. ist das herrlich mit den beiden, merkt ihr es? Voll. Bin schon voll. Ich auch. Na, Rivano hat wieder das linke vergessen. Ach ne, der geht ja zuerst links, dann rechts. Aber warum rennt er denn nicht da rein? Ja, ich hab gedacht, ne? Er hat gedacht, das war schon Fehler Nummer 1. Nein, ich wollte erst rechts gucken und dann links mit euch mitlaufen. Hey, das mit dem, ich hab gedacht, das macht eigentlich nur ich. Ja, das ist meistens. Das geht auch meistens schief. Was hab ich denn jetzt gekriegt? Was hast du denn jetzt gekriegt? Ach hier. Einstellbare Maske. Kratzi, was hast du bekommen? Eine einstellbare Maske. Ah, okay. Diese hat man nicht auch nur Stufe 14, die davor der Stufe 15 und die 14 ist besser. Von den ganzen. Ah. Dings. Leicht Krach. Das ist ja wieder leicht. Und neue Handschuhe. Blau hat meistens irgendwelche Spezialfähigkeiten und darauf will ich hinaus. Irgendwas schießt hier auf mich, irgendein Vollidiot hat schon wieder ein Feuerlöscher abgeknallt. Kann ja nur Revano gewesen sein. Nee, das war der Onkel von da hinten mit dem Sniper. Ich sehe es, du stehst genau neben mir, du Vogel. Nee, das war ich nicht. Das meinst du nur. Wie hast du mich erkannt? Ich hab doch die Onkelmaske auf. Onkel ist schon oben am Ballern, glaube ich. Nee, ich warte auf Der Onkel, der alte Düchmann. Ja, doch, ich weiß nicht, was ihr ständig macht. Das ist das Ding. Ja, wir haben uns an der Kiste betätigt. Wir haben uns ausgerüstet und ja. Ja, weil da oben schon am Ballern ist. Ich sehe das doch an den roten Icons. Ich bin nicht am Ballern, ich warte hier. Da oben schießt es aber schon. Da oben sind schon die roten Icons oben. Ach, der Onkel, der ist schon mit im Krieg. Das schießt es überhaupt nicht. Na klar schießt da oben. Wir schießen auf den Helikopter, du Nase. Warte, der muss noch an die Kiste. Ah, macht doch nichts. Ich brauche ja keine 3 Jahre dafür. Okay, sucht euch alle einen Platz. Okay. Ein Platzi. Und dann sagt, wo wir loslegen können. Ja, ich habe euch mal eben wieder die Deckung des Lebens gegeben. Okay, ich bin ready. Wollen wir? Jo. Feuer. Boah, direkt instant gekillt den Typen. Ihr müsst doch auf die kleinen Bierflaschen schießen, weil die sind gefährlich. Naja. Du mit deinem Bierflaschen. Ja, die stehen bei rum. Ist schon. Diese hässlichen Scheiß. Boah, ich hab den mit einem Abzug hab ich den. Mit dem Abzug. Hast du dir das jetzt richtig? Mit einem Abzug hast du den schon. Mit einem Abdrücken hab ich den die ganze Schutzschildleiste weggenommen. Cool.
Pass mal auf, rechte Seite sind auch zwei Vögel. Mhm. Oder unser Hubschrauber. Einer. Geh jetzt kaputt, du Drecksack. Ich hoffe, wir kriegen was Gutes. Okay, er ist tot. Weitere Feinde im Anmarsch. Weitere Feinde kommen. Der eine ist festgesetzt, der rechts hockt. Ich hab verschwommene Sicht, wurde gekränkt. Der hat sich gerade selber gekickt. Ja, weil ich ihn einen reingejagt habe. Warum machst du das? Ich habe eine Blendgranate hingeschmissen und gleichzeitig hat er auch eine geworfen. Weiter vorgehen, Leute, weiter vorgehen. Ja, nicht zu weit, es wird. Ja, Deckung ist drin, ich bin tot, ich muss auf Essie Heilung, einmal bitte. Okay, kriegst deine Heilung. Dankeschön. Und dabei habe ich nur eben gedrückt. Ja, weil da oben ist einer mit dem MG oder sowas in der Richtung. Ah, okay. Oh oh, die Knüppelbrüder kommen. Wo? Ihr wisst ja, wie schön das ist mit so einem Knüppelbruder. Ja, Knüppelbruder ist tot. Einer. Knüppelman. Oh, meine Fresse, diese scheiß Onkel wird geknüppelt. Achtung, noch ein Knüppler. Ja. Ihr müsst zurückknüppeln. Oh, er hat mich geknüppelt. Alter. Ich bin tot. Alter, hinter mir hat mich auch noch einer geknüppelt. Quasi, Viereck, ey, Quasi. Das steht voll, wurde von drei Knüppler, da kannst du nichts Viereck drücken, oder? Alter, ich hab hier drei Knüppel, Mann, und heute immer Viereck mal eben, ne? Viereck, drück Viereck. Da wurde jetzt wohl geknüppelt von allen Seiten, ne? Alles Perverslinge. Ich hab den Crazy durchgenommen. Ja. Und ich sehe immer noch, dass der Knüppel bei ihm im Arsch steckt. Crazy, du kannst ihn jetzt rausnehmen, bitte. Hab ich gefistet, aber. Die Show voll ist vorbei. Aber wirklich, ja. Sein Bruder nachher. Okay, seid noch bereit. Warte, ich muss euch kurz verstärken. Jetzt sind wir bereit. Komm mal neben dir. Knüppelbrüder. Auf in den Kampf. Leute, die gehen wieder ab hier mit den Zäpfchen. Ich seh nix. Warum nicht? Mit der Knarre zu zielen, ey. Augen auf. Knüppelnate kommt. Ich hab ihn gerade aus seiner Deckung gelockt. Einer ist tot. Zwei sind tot. Ein Zipfel noch. Einer kriegt eine Granate. Wow. Die Waffe ist geil, aber es ist einfach zu wenig Schuss drin. Achtung, wir sind unter Granatenfeuer. Wieder einer weg. Ist tot. Ich bin tot. Viereck, crazy. Ich bin doch schon dabei. Danke. Onkel wird auch umgangen. Der ist aber weg. Oh, Granate. Oh, ich bin wieder. Alter, der Sack geht mir ganz schön auf den Sack. Aua. Wortspiel. Achtung, Sack ist tot. Warnung, weitere Links kommen. Links ist noch einer. Keine Sorge, ich habe eure Deckung verstärkt. Bleibt bitte hinter der Deckung. Der ist festgenagelt. Ja, genagelt. Der ist ja tot. Ich nagel ihn jetzt auch ein bisschen von da oben. Genagelt, er ist genagelt worden. Achtung, da hinten kommen die Knüppelbrüder wieder. Oh. Sniper rausholen. Ich werde hier gerade mit einem MG beballert. Ja, yeah, weg ist Sniper. Ich krieg hier gerade voll das MG-Dröhnung hier. Du siehst doch immer, wenn die schießen oder wann. Ja, naja, klar. Und dann schieß ich, wenn der nachlädt. Und dann gehe ich wieder in Deckung. Machst du gut. So wie du es magst. Ja. Achtung, Ding ist, der kann ja nur auf ein. Ja, ich hab nicht nachgeladen. Beide Waffen nicht. Ja, ich sage mal, auf wen der schießt. Ja. Achtung, Knüppelmann kommt. Knüppelmann tot. Wir müssen erst die Knüppelbrüder. Ich sniper die alle weg mit meinem. Ja, ich auch. Sniper. Weil. Aua. Ich verschieß halt meine Munition in die. Ja, Knüppelmann ist tot. Nur drei Knüppelmänner auf dem Weg. Achtung, Knüppelmann ist oben. Knüppelmann kommt zu mir. Hallo. Oh, danke. Zu mir kommt auch einer. Ich war doch sogar hier. Ist der Knüppelmann weg. Ja, Knüppelmann kommt. Hilfe, Knüppelmann haut mich. Knüppelmann tot. Weitere Feinde im Anmarsch. Alter.
Mach nochmal einen Scanner. Hoch das Röckchen rein, das ist ein Knöpfelchen. Ich brauch Energy, ich bin für sonst im Vollmarsch. Ist ja, die Leute sind ja nur so geil auf uns, weil der Crazy einen Rock anhat. Ja. Hey, Crazy? Ja. Ja. Definitiv. Danke. Ist ja die einzige Frau hier. Achtung, Knüppelmann mit Knarre kommt hinter mir. Oh scheiße, ich werde sterben. Nein, ich will nicht sterben. Oh, fuck. Komm. Bist du auch noch da unten? Ja, ich komm. Alter. Hallöchen. Warte, erstmal Onkel Arsch retten. Ja, einmal bitte Viereck retten. Weil ihr da zugeballert wurde gerade. Ich geb euch eine Stellung. Ich hab euch die Stellung gegeben. Ja. Haut einen ab. Jetzt nicht mehr. Ich bin ja gerade von dem unten. Mann, die gehen stiften, die Säcke. Ja, die haben Angst vor dem MG. Ach, da ist der Hutch da hinten. Der Starsky und der Hutch ist wieder im Einsatz hier. Hutch? Ja, da hinten. Hutch, der Holländer. Achtung, Granate. Achtung, Granate daneben. Ah. Stehst du da vorne, süß crazy, das ist wie so immer. Okay, er brennt. Weil ich's kann. Nee, du bist gleich tot. Weil die es können. Ich hab doch volle Energie. Ja, noch. Bis der Hutch dich einmal mit seinen Knüppelkugeln ansaugt. Ach, der ist doch da hinten. Da hinten? Der ist vor dir. Der ist da hinten. Der ist noch voll weit entfernt. Drei Deckungen. Ja, oh, ich baller auch keine, alles ich drauf. Ich hab keine Energie mehr. Okay, der klettert einfach, rum. Der klettert da hoch. Der klettert da hoch. Also wenn jetzt der weg ist mit Schießen, lädt danach. Ich muss ihm schnell Energie irgendwo hin. Der macht gerade gar nichts. Oh, ne, jetzt der Hutch ist verwirrt. Fuck, ich komm wieder zurück. Guck mal, da klettert zurück, einer. Boah, geht dem im Sack. Ich bring Besuch mit. Boah, hier runter. Zieht ihr mal, weil das kann? Ach Leute. Ja, der Rivano läuft an mir vorbei. Ist ja auch ein Phänomen. Ja, was soll ich denn machen? Seid ihr grad, ja. Seid ihr alle tot, oder was? Nee, der Onkel lebt noch. Ich bin tot, Onkel lebt. Onkel soll mich wiederbeleben. Onkel belebt mich wieder. Jetzt lebe ich aus meinem Ding. Ja, ja, ist okay. Du hast den Stich gelassen. Hier, Viereck, ich hab nie einen Stich gelassen, ich hab euch gerettet. Was? Wo? Du bist nicht drüber worden. Ich bin rein, hab die Kanonen auf mich gelenkt. Ja, eben, du bist eben an mir einfach vorbeigerannt. Nein, ich hab den Hutch gehutscht. Ich sniper den Hutch mal ein bisschen. Ich hab den auch granuliert. Der kann ja nur auf einen schießen. Und der brennt gerade. Irgendwas brauche ich hier. Ich brauche irgendwie Energie oder irgendwas. Auch guck mal, wieder rennt der Hutch. Ich weiß gar nicht, was auf dem. Er muss gucken, hier ist doch überall Zeug verteilt. Oh Mann. Ja, aber leider keine Energie. Was hat denn der Hutch? Der rennt. Der ist aggressiv. Wir haben den noch gar nicht getan. Ist der nach da hinten gegangen? Warte, ich geh mal außen rum. Ich werd grad geballert vom Hutch. Versuch ihn mal zu dingsen. Was hat der Hutch denn für ein Problem? Ja, der ist gerade voll in der Flanke, weil ich rechts daneben, also der ist, wird gerade voll flankiert von uns. So, deswegen ist er so nervös. Eben, deshalb gehe ich jetzt von der anderen Seite drauf, weil, ne? Hutch, ich habe hier eine Granate für dich, Hutch. Ich glaube, der ist hinten, verwundbar, habe ich gerade gemerkt. Ja, der ist überall verwundbar, vor allem nee, der Rücken ist am effektivsten bei ihm. Okay. Gerade gemerkt. Dann muss ich den, zieh dich doch mal ein bisschen zurück, was soll denn das? Ja, ich greif an. Ja, du greifst den an, das ist Idiotie, was du machst. Naja, ich lenke die Aufmerksamkeit auf mich und ihr könnt draufballern. Ja, ich hab doch Panzerung. Dann dürfen wir wieder, reinrennen und dürfen dich wieder retten. Nee, ich will den jetzt umdrehen. Der ist fast tot. Mhm. Oh, so, jetzt drauf und jetzt ist er auch gleich matsch. Er hat einen Flammenwerfer rausgeholt. Ja, die gelbe Energieleiste wird langsam. Und tot. Ja, Mann, sind wir gut. Ich hab den letzten Schuss abgegeben. Boah, ich hab eine sperrige Schrotflinte bekommen. Boah, ich hab geile Sachen bekommen. Mega geile Sachen. Eine blaue doppelschlägige Schrotflinte. Sehr gut, ja. Doppelschlägige Schrotflinte, Zieloptik. Und eine Tasche. Wow. Und den Medizinflügel können wir jetzt entsperren. Wie geil ist denn das jetzt schon wieder, Leute? Wie geil ist das? Erstmal den ganzen Muni und den ganzen Scheiß hier einsammeln. Na, ich hab da nichts mehr. Okay, ich guck mal schnell. Aber hier also, rechts ist eine Auffülltasche. Ich habe einen Rucksack bekommen, der scheiße ist. Dann habe ich Handschuhe bekommen, die sind besser. Taktikhandschuhe. Und, boah, spezialisiert. Plus 18 Rüstung, 1,50% ballistischer Schild. Yeah.
Doppelläufige Schrotflinte ist scheiße. Gerade so festgestellt. Ich fühle mich wie ein Knight Rider. So, ich gucke jetzt auch mal. Schrotflinte, die ist. Obwohl, wenn du es ein bisschen ausrüstest, kommt es trotzdem nicht an das Ding ran. Oh, aber wohl, was hatten die? Was hatten die für Talente? Nix. Lass mal eben ganz kurz gucken, meine lieben Freunde. Die hat nichts, einfach nur eine Schrotflinte. Hab ich kaputt. Ja. Warum Müll behalten, ne? Zielaufbau. Die robuste Maske, die ich gekriegt habe, ist. Die bringt mir mehr Lebenspunkte. Nimm ich. Und Lumpen sammeln. 7%. Aber wir können eh den Part jetzt beenden, meine lieben Freunde. Nein. Echt? Aber kein Scheiß. So. Wir sind schon bei 26 Minutes. Ich glaube, war ich dran, aber ich wollte vorher noch ein Lied spielen hier. Mit der Gitarre hier. Würde ich sagen, im nächsten Part schalten wir dann dieses wundervolle. Diese nächste. Feldlazarett. Ja, wir könnten doch trotzdem schon mal hier rausgehen, um die Mission abzuschließen, wenigstens. Genau, wir gehen jetzt mal hier runter endlich mal. Na gut. Das wird die Mission wenigstens abschließen, weil das ist ja noch nicht. Warte mal, wo ist die Munitionskiste? Ah, wo willst du jetzt überall. Ja, überall. Hast du gesagt, du hast nichts mehr. Ja, Munition habe ich nichts mehr. Jetzt 500. Sind doch überall verteilt. Ja, hab eingesammelt, ich komm. Meiner rennt doch schon geschwind über den Schnee. Nach unten. Geh's Wind. Ich mache noch eine japanische Kampf-Mu-Rolle. Kabum. Was machst du? Ich komm jetzt, ich seil mich ab, Mann. Lass einen abseilen? Ja. Ich lass einen abseilen. Genau das wollte ich sagen. So, hier runter mit dir. Hier war doch auch die Stelle, wo du im Livestream Seiles an die Wand führen wolltest. Ja, genau. Ich komme mit zur Wand, hab ich so, gesagt. Jessica, jetzt hier ist das neue Ziel, wenn du hier stehst. Ja, wir haben es geschafft. Mit Jessica Kendall reden. Okay, machen wir dann später. Ja, wenn Revano irgendwann mal sich auskäst. Ja, da hinten seid ihr, okay. Ne, wir sind da lang gegangen, wo es lang geht. Gibt keinen anderen Weg. Ja, stimmt. Ich hab den falschen Ausgang gesucht. Hallo! Den falschen Ausgang. Es gibt einen falschen und einen richtigen. Okay. Ich will mit Jessica Candle reden. Machen wir. Candle, du bist auch so ein Candle. Candle steht A, aber Candle hört sich besser an. Ja gut, liebe Freunde, das war's wieder. Schaut auf jeden Fall mal bei GamerCheckEP am Kanal vorbei, bei Crazy Freak am Kanal und bei mir Rivano. Und dann würde ich sagen, bis morgen wieder bei The Division. Ciao! Tschüss!